Und damit willkommen zu einer weiteren Episode von Tropic 6. Viel Spaß! Sonst wird das nicht laufen hier hinten, die Wirtschaft. Ja, wo am besten ist jetzt die Frage. Wo kostet das? Wo stört es nicht das Transportbüro? Hier eigentlich, hier geht's gut rein. Vielleicht so. So ist, glaube ich, gut. Okay. Okay, da haben wir jetzt mal wieder so viele Bauprojekte am Laufen, dass die gar nicht alle auf einmal fertig werden können. Deshalb, ich gebe denen hier hinten mal niedrige Priorität. Sonst wird das auf einmal, das kriegen die sonst gar nicht hin, das auf einmal zu machen. Die sollen erstmal das Zeug da hinten machen. Weil vielleicht. Ja doch, das ist schon, das wäre schon wichtig, dass sie das hier machen. Dass sie hier die Farm haben, damit das hier, damit hier die Plantagen nicht schlechter werden. Das sollte schon schnell fertig werden. Wenn so schon existierende Plantagen, und das hier ist dann aber nicht ganz so wichtig. Okay. Ja, ich habe jetzt sehr viele Bauprojekte, das kann eine Weile dauern. Ah, wir können aber schon mal das hier beginnen. Ansonsten. Machen die das jetzt auch? Ja. Okay. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen schnell in Vorlauf, weil im Moment kein Geld und müssen warten, bis die das hier fertig gebaut haben, bevor es läuft. Aber ich denke, dass das jetzt gut laufen sollte, jetzt hier auf die Art. Ich denke, dass das eine gute Idee ist, hier hinten so ein Wirtschaftsgebiet zu haben. Klar, hier, das Nickel, das müssen wir auch irgendwann noch, da müssen wir noch rankommen, aber jetzt wollte ich erstmal hier Handel. Was haben wir denn? Ananas könnten wir doch. Wir haben doch Ananas, oder? Fleisch würde aber natürlich mehr Geld bringen, oder? Aber dauert noch eine Weile mit dem Fleisch. Deshalb mache ich erstmal das mit der Ananas. Dann können wir gleich mal direkt ein bisschen Geld bekommen. Ich hätte es nach. Na gut, das macht keinen Unterschied. Wir haben das Zeug noch nicht. Zigarren wäre natürlich schön, aber da kommt noch nichts rein. Das läuft anscheinend noch nicht an, alles. So. Ah, jetzt ist die Plantage fertig. Dann ist jetzt hohe Priorität, dass ihr die Dinger hier fertig macht. Damit hier da die Plantage gar nichts an Effizienz verliert. Komisch, warum ist die hier hinten zuerst fertig geworden? Ja, jetzt können wir hier Weidenprohibition machen. Sieht man irgendwo den Fortschritt, wie weit es schon fertig ist? Ich glaube nicht. Ach du Scheiße, dir viele Slums entstanden. Ja, da müssen wir natürlich gleich ein paar absteigen. Ich weiß, es war ja vorher zu sehen, aber ich habe im Moment noch nicht so viel Geld. Wahrscheinlich mache ich auch viel. Ja. Ja, ich habe viel zu viel im Bau natürlich, aber das wird sich ändern, denn jetzt werden die Exporte anlaufen. Das läuft ja im Moment noch nicht, weil das Spiel erst gestartet wurde. Und Weidenprohibition. Ich baue im Moment noch nicht die Absteigen, denn wir haben. Noch machen wir keinen Gewinn. Ich möchte erstmal, bevor ich hier weitere Ausgaben tätige, möchte ich erstmal, dass die Wirtschaft fertig angelaufen ist. Jetzt mache ich mal normale Priorität hier hinten. Ist nur eins auf einmal eigentlich mit. Das muss jetzt nicht so schnell gehen. Baut das erstmal hier eins nach dem anderen fertig. Ach Scheiße, es läuft nicht weiter, das Spiel, deshalb passiert nichts. Ja, gut. Weidenprohibition. Naja, hier müssen viele Absteigen gebaut werden.
Alliierte schickt Entwicklungshilfe, das ist gut. Läuft so inzwischen. Ja, ich habe immer noch so viel im Bau und den Löhnen. Ach, mein Fall. Aber inzwischen läuft Export und lokale Dienstleistung ein bisschen was. Ja, aber jetzt sollten wir auch langsam mit den Bauarbeiten überall fertig werden. Ich werde jetzt noch nicht die Absteigen bauen, denn dann werden die, dann dauert es noch länger, ehe die hier etwas fertig sind. Und Geld haben wir im Moment auch noch nicht so viel. Klar, für Absteigen würde es reichen, Entschuldigen aber... Entschuldigen Sie, Präsident, ich habe einen kleinen Auftrag für Sie. Er ja, macht so viel... Machen wir, wenn wir Geld haben. Oh, die haben uns gerade richtig viel Geld geschickt, die Alliierten. Oh, das war der Frachter. Okay. Dann können wir ja das mit der Botschaft eigentlich direkt mal machen. Wir sollten ja gleich zwei Botschaften. Aber die müssen ja auch, oder? Ist eine Botschaft was? Muss das gebaut werden? Die muss auch gebaut werden. Ist nicht was, was ich einfach platziere und dann... Okay, was aber natürlich sofort gemacht werden muss, ist eine Feuerwache. Das muss tatsächlich jetzt mal... Das muss ich tatsächlich sofort machen. Und da mache ich sogar schnell einen Bau. Na, also jetzt sind die hier hinten auch fertig. Ich würde sagen, hohe Priorität. Haben wir hier schon Weidenprohibitionen? Nee, noch nicht so. Das muss natürlich sein, sonst kriegen die Miststreuer hier nichts geliefert. Ah, jetzt kriegt erstmal das hier hohe Priorität. Dass der Hafen da fertig ist, dass die Sachen exportiert werden können. Oh, neue Aufgabe. Darf ich um eure Aufmerksamkeit bitten, Präsidente? Klar, Wohngebäude, das kommt noch. Das machen wir. So, wie läuft denn inzwischen? Machen wir Gewinn? Ja, ohne den Bau würden wir ordentlich Gewinn machen. Der Export läuft ja schon ziemlich gut. Alles klar. Dann. Ah, wir sollten mal Sachen in die Forschung schicken, natürlich. Ich weiß aber nicht, was man als Mitarbeiter des Monats. Arbeiten in der Doppelschicht, solange diese Verordnung aktiv ist. Ich weiß mal wirklich nicht, in welcher Reihenfolge man die Sachen hier machen soll. Deshalb mache ich jetzt einfach die mit der Kolonialzeit zuerst und ich weiß das echt nicht. Wie man das eigentlich, wie man das richtig macht. Alles klar. Jetzt müssen wir mal ein paar Absteigen ranschaffen. Denn die Leute hier wollen sicher irgendwo wohnen und da ist so eine schöne Absteige doch ideal. So, reichen drei erstmal vielleicht? Mal gucken. Aber hohe Priorität hat das Ding hier, Leute. Das muss zuerst fertig werden. In den Luxusvillen wohnt sogar schon jemand. Das ist schön. Wo arbeiten die denn? Ach, in der Universität. Die erzeugt also auch einen Wohlstand von Reich. Okay, gut zu wissen. Fällt mir ein, wir müssen mal eine Highschool bauen. Und die Botschaft. Nur Freiheit zählt, Präsidente. Freiheit für den Markt. Helfen Sie mir, den Markt zu befreien. Und seine unsichtbare Hand wird ihre Geldträume verwirklichen. Der Markt ist das Werkzeug der Unterdrücker. Helfen Sie mir, Freiheit durch Gleichheit zu schaffen, Präsidente. Wobei Sie natürlich gleicher sein werden als wir anderen. Ja. Wieder mal so eine Doppelaufgabe. Soll ich eine Feuerwache oder ein Transportbüro bauen? Das Transportbüro ist sowieso gerade im Bau. Das ist einfacher, das zu erfüllen. Hehe. Weiß gar nicht, wie das gerade war, die Mission. Aber egal. Danach ging ich jetzt einfach, was eigentlich dazu machen ist. Ich habe gesehen, dass diese... Oh, warum wird denn schon immer noch? Er brennt immer noch die Hütte. Naja. Das werden die schon hinkriegen irgendwann. Haben die den Hafen jetzt fertig? Ja! Haha! Warum geht da noch nichts raus? Gibt man dem Transportbüro jetzt wohl Priorität, damit die ja schnell exportieren können. Okay. Jetzt bei der Wirtschaft inzwischen. Gut, ohne den Bau würden wir, hätten wir gut Geld bekommen. Okay.
Ist nicht ein Mysterium, aber heute müssen wir noch keinen einstellen. Ist ja ein bisschen überzogen. Was hat der Broker? Ich möchte sie jetzt nicht beunruhigen. So, dieses Mal läuft es auch wesentlich besser als das Mal davor. Man sagt, Krieg sei gut für das Geschäft. Aber wirklich gut für das Geschäft ist es, wenn man massig Geld macht, ohne dass jemand in der Nähe Bomben abwirft. Wollen Sie ein paar Geschäfte dieser Art machen, Präsidente? Natürlich hat das Geschäft seinen Platz. Jemand muss die ganzen Waffen, Panzer und Schlachtschiffe bauen. Was Tropico jetzt aber wirklich braucht, ist ein gut gekleidetes Militär mit mehr Paraden. Rum halte ich eigentlich im Moment tatsächlich nicht vor, aber eine Polizeiwache werden wir wahrscheinlich sowieso brauchen. Daran hätte ich gar nicht mehr gedacht. Also machen wir es das mal. Es ist ein großer Tag für unsere Genossen. Wir hatten zur Feier sogar einen Kuchen. Leider haben wir nicht genug Kuchen für alle. Wir müssen weiterhin das Mehl der Bourgeoisie mit dem Zucker der Arbeiter zermahlen. Aber wir danken Ihnen dafür, dass Sie das Backblech der Gleichheit eingefettet haben. Ich nehme den Ruf. Zwei neue Aufgaben. Haben Sie die Aktienkurse gesehen, Präsidente? Anscheinend haben die Bären die Bullen gefressen. Was für ein Chaos. Es ist vermutlich eine Illusion der Börse, aber es gibt immer noch Gerede über die Rezession. Fürchten Sie sich nicht, Press. Ich habe einen genialen Plan, für den Sie definitiv den Ruhm einstreichen wollen. Achso, die ist jetzt automatisch angenommen, oder wie? Das ist nur die mit der Polizeiwache nochmal. Und hier, Broker. Jeder hat Freunde, nicht wahr, Press? Und Freunde Baumwolle. Sollte man helfen? Vielleicht, ja, Baumwolle können wir irgendwann, ich glaube, die bringt viel Geld, irgendwann können wir die mal herstellen. Könnten wir sogar eine Textilfabrik vielleicht mal bauen. Mal sehen. Läuft's denn bei dem Hafen? Ach, also 5 Güter können die auf jeden Fall. Bananen können wir hin. Na gut, das ist gerade fertig geworden. Gold und Fleisch ist auch beides mit der Gehege. Gold machen wir mal. Und Fleisch. So. Inzwischen soll es gut laufen mit der Wirtschaft. Warum wird nicht exportiert? Ach, der Hafen hier ist noch nicht fertig. Macht immer hohe Priorität und dann sollte das langsam auch alles laufen. So. Jetzt könnten wir vielleicht auch mal diese Botschaft bauen, von der die alle gesprochen haben. So, wieder mal so, dass sie den Ballast ansehen. Ich fand das irgendwie ganz passend. So, dann können wir auch direkt, also wenn sie fertig ist, natürlich erst die Achsenmächte einladen. Aber erstmal sollen die den Hafen fertig bauen, damit wir mehr Geld bekommen. Die Dinger müssen natürlich auch irgendwann fertig werden, aber erst den Hafen. Die haben den Hafen fertig, dann können sie jetzt die Botschaften mal schnell machen. Sollten sie schnell hinkriegen, weil das Baubüro gleich daneben ist. Okay, Baumwolle herstellen. Ja, Baumwolle ist, denke ich, eine gute Idee vom Broker. Oder wer auch immer das war. Weil die viel Geld bringt. Da könnte zum Beispiel Baumwolle wachsen. Hier hinten könnte... Na, passt wahrscheinlich nichts hin. Ja, Baumwolle wächst an nur wenigen Orten, wie es aussieht. Hier hätte Baumwolle wachsen können, aber hier steht schon überall was. Tja, dann müsste Baumwolle hier angebaut werden, wenn dann. Das können wir ja machen. Wenn wir mal wieder ein bisschen Geld bekommen. Im Bau habe ich 10.000. Ja, okay, die Botschaften. Und Blaupausen habe ich bestimmt auch wieder eine Menge Geld. Ansonsten läuft es ja eigentlich ganz so gut. Wir haben ordentlich Exportgelder. Macht doch einen deutlichen Unterschied, ob man auf schwer oder auf einfach spielt. Ich wusste gar nicht, dass ein Feuer war. Schön, dass wir die Sabotagen haben. Wer das heißt, die müssten doch jetzt...
frei seid. Ach, das habe ich ja schon in die Warteschlange gelegt. So. Hier wohnen aber noch Leute, die wohnen. Hä, die sind alle mittellos. Hä? Sollten die nicht alle. Achso, ich muss auf die gucken. Die arbeiten doch bestimmt und die sind arbeitslos. Hä? Ja, die arbeiten aber bei der Plantage, sollte ich das auch erwartet. Ja, genau. Die arbeiten bei der Plantage. Alles klar. Sind die Botschaften? Ja, die Botschaften sind fertig. Dann laden wir hier mal die Achsenmächte ein und hier drüben die Alliierten. Und. Warte, nee, ich frage dich auch nicht, ich möchte ein Bündnis am besten mit denen machen. So, und jetzt kommt erstmal die Belohnung. Ich sehe, dass unsere Forderungen erfüllt wurden. Deck mir mal die Rollen auf. So. Mit den Alliierten möchte ich dann Bündnis. Ich möchte irgendjemanden Bündnis, eigentlich ist es egal mit wem. Hauptsache, damit ich dann nämlich, ohne dass das runtergeht, für die finanzielle Unterstützung bitten kann. Lob diese Supermacht für verbesserte Beziehungen durch 10. Dann hätten wir genug für ein Bündnis. Und Bündnis. Seien wir ehrlich. Es ist besser, zu den Alliierten zu gehören, als zu den Achsenmächten. Sie werden ein Alliierter sein und kein... was ist ein Achs? Sie können sich mit der Seite zusammentun, die in dieser belanglosen globalen Streit dabei gewinnt, für dich weniger übel ist. Am besten stellt man keine Fragen, finde ich. Jedes Opfer, das unsere Jungs erbringen, bringt uns dem Ende näher. Ach, das kostet was, richtig. Ich muss, ja, stimmt, das kostet ja immer was, dass man das Bündnis nimmt. Hab ich ja ganz vergessen. Dann macht das später und sabotiert erstmal die Achsenmächte viermal. So. Wirtschaft sollte inzwischen doch ganz gut laufen. Wir wollen dies nicht. Die Ausgaben sind runtergegangen, aber auch der Export. Naja, die werden das schon hinkriegen. Immerhin werden hier die Häuser fertig. Euer loyaler Penultimo ist sprachlos. Sehr schön. Nur die politische Majestät seines geliebten Präsidenten kann Penultimo auf diese Art und Weise verstummen lassen. Sehr schön. Ist klar, so. Wir haben sogar ein bisschen Geld. Haben wir, heißt das, wir machen... Ah ja, inzwischen läuft's mal, natürlich. Müssen wir aber darauf achten, dass der Export auch weiterhin gut läuft. Jetzt ist die Frage, wie wir das sicherstellen können. Wie können wir das sicherstellen? Wir könnten zum Beispiel einfach dieses Baumwollfeld, von dem wir gesprochen haben, bauen. Und ja, wir können einfach mehr exportieren. Da sind ja echt nicht viele Orte, an denen die gut wächst. Gut, dass wir den hier freigelassen haben. So. Zack. Sollte doch schon mal was bringen. Ah, Broker. Es gab einige Möglichkeiten. Nichts, weil ich kein Brokergeld habe. Unser Geld ist gerade im Minus. Haben wir denn immerhin die, ja, die durchschnittliche Zufriedenheit haben wir noch nicht. Wo hängt's denn? Gesundheitsversorgung und Wohnen, wie letztes Mal. Wahrscheinlich haben wir viele Obdachlose, was? Ah ja. Vor allem sind die arm. Ja, das muss da hinten das ganze Ding sein. Ah, hier fehlt's auch an Absteigen. Na gut, es muss erstmal kurz wieder ein bisschen Geld reinkommen. Ja, also. Also hier muss anscheinend noch eine Absteige hin. So, haben wir inzwischen immer noch einige reiche Bürger. Das ist gut.
Ja, einige sogar. Ist der denn her? Ah, aus der Bank. Wo ist das Ministerium? Universität? Fliegreich, wo sind die hier? Auch aus der Bank. Wo ist das Ministerium? Ich muss gar nicht, dass das so viel Wohlstand erzeugt. Ja gut, das ist ja direkt lohnen noch. Da sollten wir eigentlich vielleicht mal. Vielleicht sollten wir erstmal Vermögenssteuer erforschen. Das würde sich dann ja direkt lohnen. Arbeitsmodus sollten wir auch haben. Sonst können wir ein paar mehr Luxusvillen bauen. Wenn es so viele Reiche gibt. Wir könnten sogar eine von denen auf Oberoberschicht wechseln. Und ein bisschen mehr Geld abfassen. Wobei, nee, das ist dumm. Die hätten ja sonst vorher schon in der Villa gewohnt, als sie nur auf Oberschicht war, wenn das sind, weil sie sind zu weit weg vom Ministerium wahrscheinlich. Wir haben Geld, Heißt das auch, wir machen Gewinne? Oh ja, ordentlich. Jetzt läuft's mal gut, schön. Sehr schön, endlich läuft das ja. Also mal, so, die CO2 wird hier viel exportiert, Bananen und Zigarren. Das ist schön, wird hier auch viel exportiert. Baumstämme. Warum Baumstämme? Egal. Was wird hier hinten exportiert? Auch Baumstämme. Okay. Achso, die Baumstämme von hier. Ja, verstehe. Okay. Gut. Ich würde sagen, das läuft jetzt alles viel besser als in der Runde davor. Definitiv tut es das. Wir brauchen nur noch... Ja, wir müssen eigentlich nur noch ein bisschen Geld haben. Und dann sollten wir auch endlich in den Kalten Krieg vor. Das heißt, wir brauchen wahrscheinlich noch ein bisschen Gesamtzufriedenheit, aber das kriegen wir auch hin. Allerdings werden wir das in der nächsten Aufnahme machen. Da werden wir dann in den Kalten Krieg vorrücken und ja, ich bin gespannt, was dann in der Story passiert, was wir alles machen müssen, wie es auf der Insel weitergeht. Die Insel ist ja, wie gesagt, ziemlich cool. Inzwischen haben wir auch nicht mehr so viele Probleme mit der Wirtschaft wie vorher. Ja, und das ist, denke ich, auch ein guter Zeitpunkt, um diese Aufnahme zu beenden. Wie schon angekündigt, wenn euch das Video hier gefallen hat, könnt ihr ihm gerne einen Daumen nach oben geben. Um weitere Videos nicht zu verpassen und den Kanal zu unterstützen, lohnt es sich zu abonnieren. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.